Guten Morgen, ihr Lieben. Montag früh. Grüß dich, ja. Gott. Warte mal, ich muss hier mal was ausmachen. Ja. Da fängt gerade mein Handy an, selbstständig zu reden. Ja, wir hatten gerade, Silke und ich, darüber gesprochen, dass es mit dem Kurs, dass man den eben manchmal auch weglegt und dann wieder zurückkommt und dass man durch so Phasen geht und dass es dann auch so richtig dicke kommen muss. Und das ist so bei den Eigenschaften der Lehrer Gottes unter Vertrauen ist es geschrieben, dass du eben durch so verschiedene Phasen durchgehst und dass es dir dann manchmal wird es so empfunden, dass es dir dann auch richtig schlecht geht und du einfach durch Prozesse durchgehst. Und wir gehen hier natürlich alle durch die Reise zurück zu uns selbst, durch unsere eigenen Prozesse, also durch unsere eigene Erlösung. Und die frohe Botschaft ist, dass das alles schon geschehen ist und dass das eigentlich nur noch die Erinnerungen sind, die so aufzucken, weil unsere Wahrnehmung ist eben nur eine Projektion, ist eine Erinnerung an eine Welt, die schon lange vorbei ist. Und heute haben wir die Tagesaktion, das ist 199, ich bin kein Körper, ich bin frei. Und das ist so mit die radikalste Botschaft im Kurs in Wundern, weil wir haben ja in unserem Dasein, in unserem Leben alles auf den Körper ausgerichtet und sind vollkommen fixiert auf den Körper und dass wir das sind. Und wir müssen eben anfangen zu lernen, dass es anders ist, dass alles, was wir bisher gelernt haben, auch in Kindergarten, Schule, durch die Eltern und so weiter, dass das sinnvoll ist für den Körper, aber nicht sinnvoll ist für unsere Erlösung und dass wir letztendlich schon frei sind. Bei der Tageslektion von heute, da steht, der Körper ist eine Grenze. Das ist der zweite Satz. Und der erste ist, Freiheit muss so lange unmöglich sein, wie du einen Körper als dich selbst wahrnimmst. Und das heißt hier aber nicht, dass ich oder der Kurs gegen den Körper ist, sondern dass diese Grenze, die wir uns da gesetzt haben, dass wir diese Grenze überwinden müssen. Und ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, Körper als ein Objekt, welches vom Ego angetrieben wird, ist eine Grenze, ist der Körper. Diese Grenze überschreiten und neu deuten. Den Körper neu deuten als nützliche Form für das, was der Geist zu tun hat. Du bist viel mehr, als du denkst. Darum muss diese Verkettung gelöst werden für den Frieden Gottes. Morgen ist die Lektion dann der Frieden Gottes. Und das ist der einzige Frieden, wo du endlich zu Hause bist und wo du die Erlösung findest. Und darum geht der ganze Kurs, dass du diesen Frieden endlich in dir erreichst. Und das können wir aber auch nur, wenn wir diese alte Identifikation mit dem Körper loslassen und erkennen, dass wir zwar diesen Körper als ein Instrument haben und dass er auch sehr sinnvoll ist und dass wir ihn auch nicht ablehnen sollen, sondern auch lieben sollen. Also wir sollen jetzt nicht morgens vorm Spiegel stehen und sagen, ich hasse dich. Das ist genau kontraproduktiv und das ist eine sehr niedrige Frequenz und auch eine aggressive Frequenz. Also das dehnt sich ja alles aus, das ist alles miteinander verbunden. Nein, es geht wirklich darum, die Freiheit zu erlangen und zu erkennen, ich bin ja jetzt schon frei. Ich bin ja jetzt schon
ich habe diesen Körper, aber ich muss mich damit nicht identifizieren. Ich bin letztendlich die ganze Zeit schon frei und ich bin ein ewiges Wesen und alles wirkt durch mich. Ich verbinde Himmel und Erde in mir und ich bin nicht getrennt von dem Frieden Gottes. Das wollte ich nur vorwegstellen, weil das so eine ganz für mich eine der wesentlichsten Lektionen im Kurs in Wundern ist. Das, was vielleicht auch am schwersten zu begreifen ist, weil wir einfach so sehr, 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 sehr fixiert sind auf diesen Körper. Alles hier in dieser Welt definiert sich über Körper. Alle Mode, alle Sportsachen, alle Krankenhäuser, alles geht eigentlich immer nur um den Körper in allen Bereichen. Gut, und dann steige ich jetzt mal ein in den Text, in Kapitel 15, Römisch 1, glaube ich noch, die zwei Weisen, die Zeit zu verwenden, heißt das. Und da geht es unter 7 weiter, das ist Seite 302, wer mitlesen möchte. Und da steht, der Heilige Geist lehrt dich Folgendes, es gibt keine Hölle. Die Hölle ist nur das, was das Ego aus der Gegenwart gemacht hat. Also es gibt gar keine Hölle, es gibt gar keine furchtbare Welt, es ist gar nicht wahr. Der Glaube an die Hölle ist das, was dich daran hindert, die Gegenwart zu verstehen, weil du Angst vor ihr hast. Du lebst ja nur, oder ich lebe ja nur jetzt in diesem Augenblick. Jetzt ist das Leben. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Jetzt ist genau der Punkt, wo ich lebe. Jetzt ist alles so, wie es sein muss. Ich brauche nichts hinzuzufügen. Mir fehlt nichts weiter. Wenn ich jetzt erkenne, dass hier schon alles ist, dass jetzt hier die Liebe maximal ist, dass es mir jetzt schon gut geht, dass ich jetzt in diesem Augenblick jetzt hier gar keine Angst haben muss, dass ich jetzt schon frei bin von der Angst. Und ich habe nur Angst aus vergangenen Geschichten, aus der Vergangenheit und das projiziere ich in die Zukunft. Und damit erschaffe ich mir immer wieder meine Welt neu. Meine Zukunft ist dann genauso wie die Vergangenheit, wenn ich einfach an diesen negativen Gedanken festhalte. Also der Glaube an die Hölle ist das, was dich daran hindert, die Gegenwart zu verstehen, weil du Angst vor ihr hast. Du hast scheinbar Angst vor der Gegenwart. Der Heilige Geist führt so stetig zum Himmel, wie das Ego in die Hölle treibt. Der Heilige Geist, der nur die Gegenwart erkennt, nutzt sie dazu, die Angst aufzuheben, durch die das Ego die Gegenwart nutzlos machen möchte. So wie das Ego die Zeit benutzt, gibt es keine Angst. Denn die Zeit ist nach seiner Lehre nichts anderes als eine Lehreinrichtung. Ja, wenn wir an diese lineare Zeitabfolge glauben und an die Vergangenheit glauben und an unsere Schuld und was da alles schiefgelaufen ist, dann sind wir natürlich wirklich in einem sehr negativen Strudel, der uns festhält und so, dass wir das jetzt, diesen jetzigen Augenblick, gar nicht erleben können. Wir sind die ganze Zeit nur mit der Vergangenheit beschäftigt oder auch mit der Zukunft, dass wir da irgendwelche Ängste haben und vielleicht sagen, ja, jetzt hier vor dem Monitor ist es gerade okay, aber gestern war es nicht okay und morgen wird es auch nicht okay sein. Und genau mit diesen Gedanken erschaffe ich die Welt. Genau mit diesen Gedanken mache ich das. Und darum muss ich aufhören, diese Gedanken
zu hegen, diese Gedanken mit mir, mit dem Ich oder mit dem Körper gleichzusetzen. Denn wenn ich sage, ich fühle gerade dieses ganze Negative, dann manifestiere ich das. Ich mache das in dem Moment wahr. Also es wird dann in der Welt erscheinen. Oder wenn ich genauso das mit den Emotionen mache, ich fühle das doch jetzt und es ist so. Ich bin so wütend, ich bin depressiv, ich bin traurig. Dann manifestiere ich das. Ich kann aber auch sagen, es taucht einfach nur ein Gefühl auf. Dieses Gefühl hat aber nichts mit mir zu tun. Da ist gerade ein Gefühl, okay, da ist ein Gefühl. Das hat nichts mit mir zu tun. Taucht ein Gedanke auf, der hat nichts mit mir zu tun. Ich lasse ihn weitergehen, ich lasse ihn ziehen. Da taucht irgendwie im Körper irgendeine Reaktion, ein Schmerz auf, hat nichts mit mir zu tun. Ich kann das gehen lassen, ich lasse es los. Erst wenn ich dem Bedeutung gebe, erst wenn ich da mich drauf fokussiere, dann mache ich das wahr, dann manifestiere ich das, dann mache ich das fest. Wie geht es denn weiter? Unter 8, der Heilige Geist möchte alles jetzt aufheben, jetzt in diesem Augenblick. Die Angst gehört nicht zur Gegenwart, sondern nur zur Vergangenheit und Zukunft, die es gar nicht gibt. Also nochmal, Vergangenheit ist vergangen, Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur jetzt, diesen Augenblick. Und jetzt ist ja nichts los, jetzt ist Frieden, jetzt kannst du sagen, jetzt ist alles in Ordnung. Und da musst du, oder darfst du, oder ich fordere dich dazu auf, da darfst du stehen bleiben, zu sagen, ja, so ist es. So ist es die ganze Zeit und ich will das auch so haben. Und du lebst immer von jetzt zu jetzt zu jetzt. Und diese Angst, das ist das Witzige, die ist, wie das hier eben gerade steht, die ist nur in der Vergangenheit oder der Zukunft zu finden. Die ist nie im Jetzt zu finden. Jetzt ist immer die Gegenwärtigkeit Gottes. Jetzt ist der Frieden Gottes da. Jetzt bist du schon zu Hause. Und darum ist es so wichtig, immer mehr in dieses Jetzt reinzutreten. In diesen heiligen Augenblick, wo du so bist, wie Gott dich schuf. Und da bist du zu Hause. Da ist dein wirkliches Zuhause. Und wenn du wieder in die Vergangenheit gehst und sagst, ja, ich spüre doch diese Ängste von da, dann machst du das dann wieder wahr und projizierst das in die Zukunft. Und das ist eigentlich wahnsinnig, wenn du dir das anschaust, dass jetzt, wo du lebst, ist es gar nicht da. Da ist die Angst nicht da. Aber du nimmst sie aus der Vergangenheit und tust sie in die Zukunft. Und dann, das ist eigentlich wahnsinnig. Das ist vollkommen wahnsinnig. Und das sollst du nicht mehr tun. Das ist so die Aufforderung, fang an, das zu lernen. Und das sagt der Heilige Geist. Er möchte, nochmal, der Heilige Geist möchte das alles jetzt, in diesem Augenblick, aufheben. Die Angst gehört nicht zur Gegenwart, sondern nur zur Vergangenheit und Zukunft, die es gar nicht gibt. Es gibt keine Angst in der Gegenwart. Wenn jeder Augenblick klar und von der Vergangenheit getrennt dasteht und ohne dass seine Schatten in die Zukunft, ohne dass ein Schatten in die Zukunft reicht. Also du musst einfach dieses Jetzt als kompakt nehmen und es hat nichts mit der Vergangenheit zu tun und nichts mit der Zukunft. Das musst du dir so ganz klar und deutlich machen. Jeder Augenblick ist eine reine, unbefleckte Geburt, in der der Gottessohn aus der Vergangenheit in die Gegenwart hervortritt. Und die Gegenwart dehnt sich ewig aus. Also du wirst jeden Augenblick neu geboren. Jeder Augenblick ist deine unbefleckte Geburt. Da bist du im Geist Gottes, im Frieden Gottes, bist du schon. Ich bin der Heilige Sohn Gottes. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin, also dieses Sein, dass du deinen Geist vollkommen leer machst von all deinen Gedanken, all deinen Emotionen, all deinen
Vorstellungen, all deinen Schmerzen, auch die körperlich auftauchen. Das hat in Wirklichkeit nichts mit dir zu tun. Das sind alles Vorstellungen, also wie du dir das vorstellst, wie es jetzt gerade ist, aber es ist nur eine Projektion. Und diese Projektion, das ist das, was wir immer erlösen müssen. Das ist das, was der Kurs hier geht, um die Vergebung. Die Vergebung von dem, was ich gemacht habe für mich, diese Vergangenheit und diese scheinbare Zukunft. Und ich muss das alles vergeben. Ich muss erkennen, wer ich wirklich bin. Und ich werde in diesen heiligen Augenblick, in diese unbefleckte Geburt, die jetzt jeden Moment stattfindet, ich werde jeden Moment neu geboren, wie das hier so schön steht. Jeder Augenblick ist eine reine, unbefleckte Geburt, in der der Gottessohn aus der Vergangenheit in die Gegenwart hervortritt. Und die Gegenwart dehnt sich ewig aus. Die ist so schön und rein und frei von Schuld, dass dort nichts als Glück ist. Es gibt keine Erinnerung an die Dunkelheit, und Unsterblichkeit und Freude sind jetzt. Das ist doch eine wunderbare Botschaft am Montag früh. Also dieser Augenblick, diese wunderbare Gegenwart, die du jetzt hier erleben kannst. Jetzt ist Gott da. Das ist die göttliche Gegenwart im Jetzt. Die ist so schön, rein und frei von Schuld, dass dort nichts als Glück ist. Es gibt keine Erinnerung an Dunkelheit und Unsterblichkeit, und Freude sind jetzt. Jetzt bist du schon zu Hause, jetzt bist du schon in diesem Moment der Wahrheit, jetzt bist du schon in diesem Moment der Unsterblichkeit, jetzt bist du schon in dem Moment der Freude. Und das gilt es einfach anzuerkennen und zu leben, einfach zurückzutreten von diesen ganzen vielen Gedanken, die ich mir den ganzen Tag über mache, und einfach nur in dieses Ich Bin eintreten, in dieses reine Sein, einfach nur ohne Gedanken sein, ohne Gefühle sein, einfach dankbar sein für diesen Augenblick, den ich jetzt erlebe, den ich jetzt spüren kann. Und da ist die Gegenwärtigkeit Gottes. Da kann ich diesen wunderbaren Augenblick erfahren, genau jetzt. Okay, Silke, wir machen jetzt, glaube ich, die Musik nochmal. Ne? Die Aufnahmen. Ja, durch Gnade bist du hier und durch Gnade bist du befreit. Und durch Gnade gibst du und Gnade wirst du selbst befreien. Und diese Zeit ist ja gar nicht wirklich. Die Zeit ist ja gar nicht wirklich. Es gibt gar keine lineare Folge von Zeit. Sondern es gibt immer nur dieses Jetzt. Jetzt dieser Augenblick. Und jetzt hast du diese Möglichkeit, die dir der Heilige Geist anbietet, in diese Heiligkeit einzutreten, in diesen heiligen Augenblick. Und dieser heilige Augenblick ist der Augenblick, in dem du alles loslässt, in dem du von deinen ganzen Geschichten zurücktrittst und einfach mit einem leeren Geist kommst und einfach deinen Platz einnimmst und nichts weiter tust, einfach nur dankbar bist. Dankbar für deinen Atem, dankbar für diesen Augenblick. Der Atem ist immer ein gutes Instrument, um zum Frieden zu kommen, um immer mehr in Ruhe einzutreten. Und dann schließlich sein Herz zu öffnen und die Liebe zu spüren, die Freude zu spüren. Und die Freude ist in deinem Herzen ja schon vorhanden. Die ist die ganze Zeit da. Und du kannst sie einfach jetzt mal
aufploppen lassen, einfach erkennen, dass sie da ist. Und lass diese ganzen alten Geschichten los. Sie sind nicht wahr. Sie haben nichts mit dir zu tun. Sie sind alles nur Erinnerungen. Sie sind längst vorbei. Und sie sind schmerzhaft. Schmerzhaft deshalb, weil man immer versucht, im Außen die Lösung zu finden. Die Lösung ist aber in dir. Die ist ja schon da. Und sie ist da einfach gut versteckt, da wo du nie hättest suchen wollen. Du hast immer die Liebe außerhalb gesucht, in anderen Personen, in anderen Dingen, in Situationen. Aber die Liebe ist in dir, die ist in dir versteckt und du bist, was Liebe ist. Und diese Liebe ist jeden Moment maximal. Und es gibt nur immer diesen Augenblick jetzt, immer nur jetzt. Und dann wieder jetzt und dann wieder jetzt. Insofern brauchen wir keine neuen Geschichten zu machen. Und wenn wir neue Geschichten anfangen, dann werden wir das merken. Das wird dann sehr schnell schmerzhaft und es ploppt dann wieder hoch. Es ist so wie ein Wecker, der sagt, ja, jetzt warst du wieder nicht mehr im Jetzt, jetzt warst du schon wieder in Geschichten, jetzt warst du schon wieder mit vergangenen Gedanken, hattest du zu tun und du beschäftigst dich mit Projektionen und du bist gar nicht da, du bist gar nicht präsent. Und dann ist der Ärger da. Der Ärger ist einfach da, weil du dich selbst nicht wahrnimmst. Der Ärger ploppt einfach in dir hoch und es ist wie ein Instrument, was dich aufwecken will und sagen will, hey, komm mal zurück in das Jetzt, komm mal zurück in diesen Augenblick. Jetzt ist Frieden da, jetzt ist der Frieden Gottes da. Und alles kann aufgelöst werden in diesem Augenblick. Das ist der heilige Augenblick, den du jetzt erlebst. Und du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Und nichts ist geschehen. Und du bist ewig. Und du kannst diese neue Art des Lebens für dich wirklich machen. Du hebst diese Grenzen auf. Es gibt eben keine Zeit. Auch der Körper ist nur diese Grenze und du kannst ihn als nutzvolles, sinnvolles Instrument nutzen und lieben. Er ist für dich da, er ist auch geheiligt, aber du bist es nicht und du warst es noch nie. Und du kannst jetzt in diesem Augenblick mit deinem Geist an ganz andere Orte gehen, als du mit dem Körper bist. Also kannst an einen schönen Strand gehen, wo du vielleicht mal im Urlaub warst, du kannst zu den Sternen gehen, du bist total frei. Du kannst machen, was du willst. Du bist nicht fixiert auf diesen kleinen Punkt hier. Du bist viel, viel größer. Und das versucht der Kurs, dich hier zu lehren. Immer weiter, das war jetzt Nummer 9, auf Seite 303, Kapitel 15, Römisch 1. Diese Lektion nimmt keine Zeit in Anspruch, denn was ist Zeit ohne eine Vergangenheit und Zukunft? Es hat Zeit gedauert, um dich so vollständig fehlzuleiten, aber es dauert überhaupt keine Zeit, das zu sein, was du bist. Es braucht gar keine Zeit. Du bist ja schon jetzt. Du bist ja jetzt schon hier in diesem Augenblick und du kannst jetzt diese ganze Vergangenheit loslassen, diese ganzen Verknüpfungen, Geschichten über dich, die du dir die ganze Zeit erzählst, wie was ist und warum was ist und warum du diesen Schmerz hast oder warum diese Beziehung so schmerzhaft war oder warum das und das mit deinen Kindern ist und was weiß ich. Und lass es mal sein und fang einfach mal mehr an, in diese Präsenz, in die Liebe Gottes einzutreten. Und sie wird da sein. Und du kannst auch um diesen heiligen Augenblick bitten, dass er dir gezeigt wird. Und er wird dir gezeigt werden. Er wird kommen.
Und weil es ist deine Gnade, es ist die Gnade von Gott, dass du hier bist. Und du bist doch immer eine Wirkung Gottes. Du bist wirklich und du bist gewollt und darum bist du hier. Und wir treffen uns ja hier schon im Kurs in Wundern. Und der Kurs in Wundern ist eigentlich ein Buch, was in deinem Traum erscheint und dir plötzlich die Erlösung anbietet. Das ist ein riesiges Wunder, dass in der Illusion ein illusionäres Buch erscheint und dir die Lösung sagt, guck mal, hier ist die Lösung. Also das ist einfach irre, eigentlich kaum zu begreifen. Aber es ist natürlich wunderbar und vielleicht magst du das erst nicht hören und schmeißt den in die Ecke und holst ihn nach ein paar Jahren wieder raus und sagst, ja, irgendwie stimmt das doch, ich brauche das. Ja, also hier steht, es braucht überhaupt gar keine Zeit, denn was ist Zeit ohne eine Vergangenheit und Zukunft? Es hat Zeit gedauert, um dich so vollständig fehlzuleiten, also mit Schule, Ausbildung, Uni, Arbeit, Eltern, was weiß ich. Aber es dauert überhaupt keine Zeit, das zu sein, was du bist. Fang an, dich in der Art zu üben, wie der Heilige Geist die Zeit gebraucht, als Lehrhilfe zu Glück und Frieden. Als Lehrhilfe zu Glück und Frieden. Als diesen Punkt, wo du wirklich zu Hause bist, wo du wirklich geliebt bist, wo du deine Augen schließt, wo du dich mit deinem Herzen verbindest und du spürst diese Energie, die die ganze Zeit da ist und die ist immer gleich und die ist immer gleich jung und die ist immer gleich fröhlich und immer gleich liebevoll und die ist immer, 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 immer für dich da und die ist für dich, die ist für dich, die ist für dich, also sie arbeitet für dich und niemals gegen dich, also es erzählt dir niemals, dass du Schuld hast oder sowas, das ist immer die andere Stimme, das ist die Stimme des Ego. Aber nutz diese Zeit, also wie das hier steht, wie der Heilige Geist die Zeit gebraucht, als Lehrhilfe zu Glück und Frieden. Nimm genau diesen Augenblick jetzt und stell ihn dir als die gesamte Zeit vor, die es gibt. Das ist, jetzt ist schon die gesamte Zeit, jetzt ist schon die Ewigkeit. Jetzt gerade trittst du in die Ewigkeit ein. Wenn du das eben machst, wenn du die Augen schließt, wenn du dich mit dieser Energie verbindest, die ist ewig. Da ist das ewige Glück, da ist diese ewige Jugend, da ist diese ewige Freude. Und du hast Zugang dazu. Du kannst sie jetzt nehmen, du kannst sie jetzt in deinem Herz nehmen. Und das ist so ein Quell der Liebe und der Freude. Und das ist so ein Jungbrunnen, da kannst du einfach, da wirst du von genährt. Das ist dein tägliches Brot. Also nimm das für jetzt und für immer und für ewig. Und du hast das und es ist für dich da. Du kannst es jeden Moment nehmen. Jeden Moment kannst du dich da andocken und verbinden. Nimm genau diesen Augenblick jetzt und stell dir jetzt die gesamte Zeit vor, die es gibt. Hier kann dich nichts aus der Vergangenheit erreichen und hier bist du vollständig freigesprochen, vollständig frei und gänzlich ohne Verurteilung. Aus diesem heiligen Augenblick heraus, in dem die Heiligkeit wiedergeboren wurde, schreitest du furchtlos in der Zeit voran und ohne ein Gefühl von Veränderung mit der Zeit. Und das ist es. Also du wirst in diesem Augenblick wieder neu geboren. Du wirst neu geboren, du kriegst diese Kraft Gottes, du kriegst diese Liebe Gottes, du kriegst diese Gnade Gottes. Und deine Heiligkeit wird wiedergeboren. Und deine Heiligkeit ist jetzt. Deine Heiligkeit ist deine Erlösung. Und du schreitest mit ihr furchtlos
in der Zeit voran. Also du gehst mit diesem Körper, der dein Instrument ist, durch die Stadt und die Heiligkeit geht mit dir. Du bist diese Heiligkeit. Du bist nicht dieser Körper, aber du bist diese Heiligkeit und du bist jetzt schon frei. Und deine Heiligkeit ist der Wille Gottes und deine Heiligkeit ist für ewig. Du hast sie für immer. Und du kannst wirklich durch diese Stadt gehen und alle werden es sehen, wie glücklich du bist. Und sie werden fragen, was hat dieser Mensch, warum ist er so glücklich? Ist er verrückt geworden? Oder was ist los? Ja, du bist trunken vor Liebe. Du bist trunken vor Glück. Du bist trunken vor deiner eigenen Heiligkeit. Und die ist wiedergeboren in diesem Augenblick. Und das ist einfach, wow, cool. Das ist so unglaublich toll. Ja? Das zu erkennen, ja, ich bin gewollt, meine Heiligkeit ist gewollt. Ich nehme jetzt diese Heiligkeit an. Und diese Heiligkeit, die holt mich hier raus aus meiner Dunkelheit, aus meiner dunklen Vergangenheit. Und die holt mich, hebt mich hier über dieses Schlachtfeld. Diese Welt ist, wie sie ist. Die Welt ist so, wie sie ist. Okay, aber ich gehe in meine Heiligkeit. Und ich segne die Welt und ich erlöse die Welt. Und ich bin frei davon. Ich nehme mir jetzt, ich gebe diesen Geschichten keine Bedeutung mehr. Ich lasse mich davon nicht mehr in den Bann ziehen. Nein, ich gehe mit der Liebe Gottes. Und durch Gnade lebe ich und durch Gnade werde ich befreit. Und das ist hier die Gnade. Das ist die Gnade Gottes und die ist jetzt schon da. Die ist jetzt jeden Moment da. Wow, was für ein Geschenk. Wie unglaublich toll. Ja, wow. Aus diesem heiligen Augenblick heraus, in dem die Heiligkeit wiedergeboren wurde, schreitest du furchtlos in der Zeit voran und ohne ein Gefühl von Veränderung mit der Zeit. Zeit ohne Veränderung ist unvorstellbar. Heiligkeit aber ändert sich nicht. Lerne von diesem Augenblick mehr als nur, dass die Hölle nicht mehr existiert. In diesem erlösenden Augenblick liegt der Himmel. Und der Himmel wird sich nicht verändern. Denn die Geburt in die heilige Gegenwart ist die Erlösung aus der Veränderung. Also nichts muss sich mehr verändern, weil du bist diese Heiligkeit für immer und für ewig. Und du gehst in dieser Verbindung, in dieser Gnade, die dir gewährt wird, dass du das erkennen kannst. Also Erwachen ist nichts anderes als erkennen, wer du bist. Du bist der heilige Sohn Gottes. Du bist eins mit dieser göttlichen Energie, die durch dich fließt und die dir die Kraft gibt. Und dies ist diese Kraft, die hier alles bestimmt. Und die wirkt durch dich. Und du gehst damit. Du gehst damit durch diese Welt. Und du gibst diese Heiligkeit und du befreist damit auch alles. Weil wenn du geheilt bist, ist auch alles mit dir geheilt. Wenn du verliebt bist, ist auch die ganze Welt um dich herum verliebt. Also fang einfach an, in diesem Juice, in dieser Energie, dieser Liebe zu sein und traue nicht irgendwelchen Sachen hinterher, die gar nicht stimmen. Das sind einfach irgendwelche Geschichten, die du dir erzählst. Aber nein, tritt in deine Heiligkeit ein, tritt in den Himmel ein. Tritt in die Wahrheit ein. Du bist dieser Weg, du bist das Leben, du bist diese Wahrheit. Und es muss also, wie es hier steht, und der Himmel wird sich nicht verändern, denn die Geburt in die heilige Gegenwart ist die Erlösung aus der Veränderung. Veränderung ist eine Illusion, die diejenigen lehren, die sich nicht als schuldlos sehen können. Es gibt keine Veränderung im Himmel, weil es keine Veränderung in Gott gibt. Und somit gibt es auch keine Veränderung in dir. Also diese Energie, in die du dich andocken kannst,
wenn du die Augen schließt und ins Innere gehst, die ist immer gleich, die ist jeden Moment gleich. Und da bist du zu Hause und da ist deine Heiligkeit. Und da gibt es keine Veränderung. Da gibt es keine Veränderung, dass es mal so ist und mal so ist und mal so. Nein, die ist immer gleich. Und das müssen wir akzeptieren und lernen, dass das für uns ist. Das ist unsere Lebensenergie. Das ist das ewige Leben. Und dass es da gar keine Veränderung gibt. Es gibt keine Veränderung im Himmel, weil es keine Veränderung in Gott gibt oder in Jesus. Im heiligen Augenblick, in dem du dich vor Freiheit strahlend siehst, wirst du dich an Gott erinnern, denn dich an ihn erinnern heißt, dich an die Freiheit zu erinnern. Gott in dir und du bist eins mit Gott. Und Gott ist in dir. Und Gott geht mit dir. Gott hat bei dir Wohnung genommen. Und du bist dies. Und du gehst damit. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und du bist das Wort. Ja? Du bist das eine mit Gott. Du bist eins. Du bist eins in dieser Verbindung. Und das ist einfach diese wahnsinnig schöne Gnade, die wir hier erleben dürfen, ist dieses Geschenk, was uns hier gegeben wird. Das ist so unglaublich, dass wir teilweise sagen, das kann doch gar nicht sein, dass es für mich all diese Gnade hier ausgeschüttet wird. Doch, es ist für dich. Du bist der Heilige Sohn Gottes. Du bist geliebt. Die Liebe ist jetzt maximal. Die Gegenwart Gottes ist jetzt spürbar. Und Gott ist in diesem heiligen Augenblick jetzt. Und je mehr du in diesen heiligen Augenblick eintrittst oder um diesen heiligen Augenblick kreist, so weiter wird die Welt zurücktreten. Und du wirst deine Heiligkeit erfahren, die ewig ist, unveränderbar, immer jetzt. Immer jetzt, immer jetzt. Und es gibt nichts anderes. Und all die anderen Sachen sind Illusionen, sind Projektionen. Die musst du loslassen, die musst du ergeben, die musst du zu dir zurücknehmen, umwandeln und in Liebe umwandeln, in Dankbarkeit und annehmen und dem Heiligen Geist übergeben. Immer wieder übergeben, immer wieder, okay, da passiert mir gerade das und das. Okay, ich nehme es zu mir zurück. Ich habe diesem Bruder die Rolle gegeben. Ich nehme es zu mir zurück. Es tut mir leid, dass ich diese Illusionen aufrechterhalten habe. Heiliger Geist, ich gebe es dir. Ich liebe dich dafür und danke, dass du das machst. Danke, 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 dass du das erlöst. Und ich habe das hier alles gemacht. Okay, da ist wieder was. Ich nehme es und nehme es zu mir und löse es auf. Ich hole es zurück. Dann lesen wir noch die 11. Neigst du zu Mutlosigkeit, wenn du daran denkst, wie lange ein solcher vollständiger Geisteswandel wohl dauern mag, dann frag dich, wie lange währt dein Augenblick? Könntest du dem Heiligen Geist nicht eine so kurze Zeit für deine Erlösung geben? Er bittet nicht um mehr, weil es nicht mehr benötigt. Also er bittet nur um das hier, diesen kleinen Augenblick, jetzt dieser Schnipse. Er bittet dich nur, mach das doch mal bitte, jetzt, nur jetzt. Nimm mal deine Heiligkeit an, bitte, mach das doch mal. Also, das ist doch für dich, ist doch für dich, ist für dich. Gott ist für dich, die ganze Zeit für dich, die Liebe ist für dich, jetzt. Vergangenheit ist gar nicht da, die ist weg, Zukunft ist nicht da, jetzt, nur jetzt. Hier bist du, hier ist deine Heiligkeit. Wo bist du? Hier, jetzt bist du, hier bist du, hier bist du. Bist du der Körper? Nein. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, er ist da, aber ich bin hier, ich bin frei, ich kann überall sein. Ich bin glücklich, jetzt, ja,
ich bin jetzt glücklich. Ich spüre dich, ja, danke. Ich spüre dich. Jetzt, mach das jetzt. Es ist nur dieser winzige Augenblick, nur dieses winzige kleine Samenkorn in der Erde und es geht auf. Jetzt, nur jetzt. Es ist für dich und es ist die Wahrheit. Er bittet dich nicht um mehr, weil er nicht mehr benötigt. Es dauert weitaus länger, dich zu lehren, gewillt zu sein, um dies zu geben, als er braucht, diesen winzigen Augenblick zu nutzen, um dir den ganzen Himmel anzubieten. Also es wird dir alles angeboten, der ganze Himmel, die ganze Zeit, immer jetzt, jetzt. Und du kannst entscheiden, willst du das jetzt, jetzt vielleicht? Oder glaubst du immer noch an das Ego und immer an diese Geschichten? Oder willst du jetzt vielleicht mal das machen? Wollen wir jetzt mal in den Himmel gehen? Wollen wir jetzt in den Himmel eintreten? Er bietet dir den ganzen Himmel. Im Tausch für diesen Augenblick steht er bereit, dir die Erinnerung an die Ewigkeit zu geben. Und es ist die Erinnerung an die Ewigkeit, an deine eigene Ewigkeit, an deine Ewigkeit, die du jetzt erfahren kannst, jetzt in diesem Augenblick. Immer wieder, immer jetzt. Ich lese noch die 12, die schaffen wir noch. Du wirst dem Heiligen Geist diesen heiligen Augenblick niemals zugunsten deiner Befreiung geben, solange du nicht willens bist, ihn deinen Brüdern zugunsten der ihren zu geben. Also, jetzt kommt es auch mit den Brüdern, dass du das natürlich auch in deinen Brüdern sehen musst. Denn es ist nicht nur für dich selbst, sondern für alle. Denn der Augenblick der Heiligkeit wird mit anderen geteilt und kann nicht nur der deine sein. Ja, du wirst es natürlich mit anderen teilen, weil es alleine zu feiern macht keinen Spaß. Also wir feiern denn zusammen und wir sind zusammen natürlich glücklich und nicht alleine glücklich. Also das wäre ja auch ein Trauerspiel. Nein, ich muss es natürlich mit meinem Bruder teilen und da, wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich natürlich in meinen Bruder oder auch in mich selbst, weil ich mich in ihm sehe. Und ja, ich kann es nur zusammen machen und zusammen die Freude erfahren. Denn der Augenblick der Heiligkeit wird mit anderen geteilt und kann nicht nur der deine sein. Denk also daran, wenn du versucht bist, deinen Bruder anzugreifen, dass sein Augenblick der Befreiung deiner ist. Wunder sind die Augenblicke der Befreiung, die du schenkst und empfangen wirst. Sie bezeugen deine Bereitwilligkeit, befreit zu werden und dem Heiligen Geist Zeit zu schenken, damit er sie auf seine Weise gebrauchen kann. Das soweit reicht das, denke ich. Mit dem Bruder ist es eben so, dass ich die Verantwortung habe, dass ich schauen muss, was ich tue. Und wenn da irgendwie noch Angriff ist und oder ein Angriff auf mich oder ich greife jemanden an, dann habe ich nicht erkannt, wer ich bin. Dann bin ich gerade wieder daneben. Dann bin ich wieder an die Vergangenheit gebunden, an irgendwelche Geschichten. Und da ist in dem Moment meine Aufgabe, wirklich das zu erkennen, was mache ich denn da gerade? Und diesen Konflikt, der da ist, zu mir zu nehmen, weil ich habe meinem Bruder die Rolle gegeben. Ich habe ihm die Rolle gegeben, die er für mich spielt. Er spielt diesen Angreifer nur für mich. Aber dem Detlef die Rolle gegeben. Jetzt redet jemand dazwischen. Ja gut, ich muss es zu mir zurückholen. Ich muss erkennen, dass ich da wieder in der Illusion gefangen bin, dass ich das die ganze Zeit mache und ich, dass der Schmerz, der da ist durch irgendeinen Angriff, dass das mein Schmerz ist, dass der Finger auf meine Nase geht und dass ich es aber erlösen kann. Ich kann es dem Heiligen Geist geben. Ich kann sagen, ich liebe dich, Heiliger Geist, ich gebe dir das jetzt hier ab. Ich will diese Illusion nicht mehr aufrechterhalten. Ich erlöse meinen Bruder aus dieser Rolle und ich sage Danke.
und es wird geschehen und es geschieht. Weil das ist dein heiler, geheilter, universeller Geist. Du rufst damit die ganze Schöpfung an und die Schöpfung kommt und kommt zur Hilfe und hilft dir dabei. Du musst das ja nicht alleine machen. Das ist auch wieder nur ganz einfach. Du musst dich nur erinnern an die Wirklichkeit und du musst hier ja nichts alleine machen. Okay, ich danke euch erstmal und Silke, du kannst ja uns noch eine Musik spielen, ja? Du bist der Erlöser, du bist es für mich, du bist es für dich und erinnere dich an dich selbst und sei es und tritt ein in deine Heiligkeit. Und so geh heute durch den Tag, geh durch die Woche und in dieser Liebe, die jeden Moment maximal ist. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. Ja? Alles Gute.